Okay. Klar. Wart ihr schon mal in der Fahrschule? Das lehrt ihr da. Sowas solltet ihr nicht tun. Nicht gut. Ihr kennt das doch mit Sicherheit auch. Ihr trefft einen Jungen oder ein Mädchen oder beides und denkt euch, ja, das ist die Person. Ihr habt die Liebe eures Lebens gefunden. Und irgendwann, nach 3 Monaten, stellt sich raus, diese scheiß Person hat euch betrogen! Aufs Fressbrett damit! Meine Damen und Herren, wir sind heute bei Whack the Cheater! Falls ihr das schon mal durchgemacht habt, mein Beileid dafür. Falls irgendjemand mal euch fremdgehen sollte oder sowas in die Richtung, hier sind 12 Methoden, wie ihr diesen Freunden, das macht gar keinen Sinn, das sind keine Freunde, wie ihr diesen Menschen zeigen könnt, dass sie Arschlöcher sind. Fangen wir einfach an mit einem Baseballschläger. Leider hat das Spiel keine Soundeffekte, aber ich versuche trotzdem. Boom! Voll auf. Wow. Damn Animation. Wow. Was war das denn? Okay, was haben wir jetzt? Das ist ein Gouda. Schweizer Käse. Gouda. Oder was auch immer das. Ach, das ist ein Ziegelstein. Ups. Die Kills hier sind aber echt easy, muss ich sagen. Also das ist echt alles noch im Rahmen. Oh, guck mal, wir können sie auch anklicken. Was macht sie denn Schönes? Die schlägt wahrscheinlich einfach zu. Boah! Was ist das denn? Hau drauf, hau. Oh, okay. Und er trampelt hier hinterher. Warum denn, Kollege? Du hast dich schon, bist hier schon fremd, ups. Bist hier schon fremdgegangen, das nützt dir jetzt nichts mehr. Hufeisen. So, was haben wir hier noch? Wir haben noch ein Verkehrsschild. Das sieht so scharf und kantig und rund aus. Ich habe Angst, dass sie das der irgendwie durch den Kopf wirft oder so. Oder sie überfährt, weil da ein Auto drauf war. Und das kein Verkehrsschild war, sondern eine Autowerkstatt. Okay. Wir haben auch noch eine Kiste. Was kann bei einer Kiste denn Schlimmes passieren? Oh Gott. Oh, was hat sie denn da gemacht? Wie hat sie ihr denn das... Was? Ich hätte davon gerne nochmal ein Replay. Was war das denn? Und wir haben natürlich auch die guten alten Pflanzen. Wer kennt's nicht? Jede Frau liebt Pflanzen, dann kann man auch, Das finde ich gut. Den mag ich. Das finde ich echt super. Weil mir ist aufgefallen. Pass auf. Der Typ war mit ihr zusammen. Und die Neue ist mit ihrem Typen wohl ins Bett gehüpft oder so. Also passt auf. Hier. Sie mit ihm zusammen. Sie, neue Freundin, betrogen von dieser Frau. Dann müsste sie doch eigentlich den Typen zusammenschlagen. Und nicht die Olle. Ich meine, die Olle ist auch scheiße, dass sie sich an den Rand schmeißt. Aber der Typ ist noch viel behinderter. Komisch, dass sie dann dafür... Was macht der Typ da? Muss der pinkeln? Alter! Okay! Klar! Wart ihr schon mal in der Fahrschule? Das lehrt ihr da. Sowas solltet ihr nicht tun. Nicht gut. Hilfe. Oh, der gute alte... Skrupellos. Kennt ihr den Anime Attack on Titan? Genau solche Tode erwarten euch da. Ihr erwartet nichts, die Folge hat nur noch 20 Sekunden. Bam, nächster Hauptcharakter tot. So ist der Anime. Schaut ihn euch nicht an, wenn ihr nah am Wasser gebaut seid. Und wenn ihr nicht 3 Jahre warten wollt auf eine Fortsetzung. Lasst euch immer noch. Scheiß Entwickler. Scheiß Studio, alles. Warum sind wir unter einem, haben wir einen Strommasten angeklickt, wenn wir sie nur zusammenschlagen? Ach, weil wir sie noch aufhängen. Klar. Ist euch mal aufgefallen, dass ich nach den ersten 5 Spielen sowas gar nicht mehr hinterfrage? Ich denke mir dann einfach so, das war der nächste Kill. Klar. Voll normal. Eine Schere. Ich bin raus. Eine Schere. Was macht ihr mit einer Schere? Oh, sie schlägt zurück? Was? Oh, jetzt kommt aber das Revenge. Au. Ho. Aua. Ah. Ich verstehe aber nicht, warum der Mann jetzt wie so ein Sklave hinter ihr her trampelt. Weil ich meine, der hat seine Chance jetzt eh verwehrt. Was soll der noch groß machen? Was haben wir denn noch Schönes? Well, anscheinend gibt es hier nur einen Score von 10 von 12. Denn ich weiß auf jeden Fall nicht, wo es hier noch irgendwie 2 Möglichkeiten geben sollte. Der Link zu dem Spiel ist wie immer in der Beschreibung. Und wenn euch solche Spiele gefallen, solltet ihr mal da oben auf das i klicken. Das ist da oben in der Ecke auch für Mobilnutzer. Und in der Beschreibung ist auch die Playlist verlinkt. Denn ich habe alle Whack Your Games jetzt durchgespielt. Toll, oder? Toll, ich weiß, ich habe sonst auch nichts zu tun in meinem Leben. Anyways,
Ich hoffe, ihr habt euch noch einen traumhaften Tag. Wir sehen uns heute wahrscheinlich noch bei einem anderen Video wieder, wenn ihr Lust habt. Ihr könnt ja auch durch meine anderen Videos auch mal durchstöbern, ob ihr da was findet. Das wär's für heute. Bis dann, euer Brain. Tüdelü. Bis übel. Abmoderation verkackt. Toll, Brain. Toll, toll. Geht weg. Tschüss.